Er hat es in seiner Regierungserklärung angekündigt und er zieht es durch. Regelmäßig verlegt der regierende Bürgermeister Michael Müller die Senatssitzung in einen Bezirk. Anschließend gibt es dann noch eine Tour durch Einrichtungen und er stellt sich auch dem Dialog mit den Bürgern. 9 hat er bereits hinter sich, 9 Bezirke. Heute ist der 10. dran und das ist Mitte. Hoher Besuch in Mitte. Das war bereits vor dem Rathaus in der Karl-Marx-Allee zu erkennen. Eine solche Flotte ist jedoch eher selten zu sehen. Doch die Limousinen vor dem Plattenbau konnte man auch symbolisch für die dann folgende Bezirkstour sehen. Denn in Mitte kommt alles zusammen, was Berlin ausmacht. Die Leuchttürme und die Brennpunkte. Aber dazu später mehr. Zunächst tagte der Senat im Robert-Havemann-Saal länger als geplant, sodass der anschließende Eintrag ins Goldene Buch des Bezirks schnell abgehandelt wurde und zu einem Statement des regierenden Bürgermeisters und des Bezirkschefs Christian Hanke keine Zeit mehr blieb. Dann begann die Tour und die führte zunächst zu einem Hightech-Unternehmen im Humboldtheim. Spex Surface Nanoanalysis untersucht Eigenschaften von Oberflächen und stellt auch entsprechende wissenschaftliche Geräte her. 1983 hier in Berlin gegründet, ist das Unternehmen inzwischen ein global agierender Player. Seit 7 Jahren geht der Umsatz steil nach oben. Gerade vor dem Hintergrund der Energiewende ist die Nanotechnologie entscheidend. So kann die genaue Oberflächenanalyse dazu beitragen, dass Solarzellen an Effizienz gewinnen. Geschäftsführer Ferdinand Bartels sieht in Berlin, aber auch speziell im Wedding, einen idealen Standort für sein Unternehmen. In Berlin gibt es eine große Forschungsgemeinde, eine gute Infrastruktur von Universitäten, insbesondere in dem Bereich, der für uns der wesentliche ist, der Physikbereich und die Oberflächentechnik. Dort beziehen wir unsere Talente, von dort kommen die Talente zu uns. Zum Teil sind das waschechte Berliner, aber eben auch ganz, ganz viele, die nach Berlin gekommen sind, um hier zu studieren und zu promovieren. Das ist ein großer Standortvorteil in Berlin. Nun hatten wir ja heute die Spitze des Bezirks und die Spitze des Senats hier bei Ihnen zu Besuch im Haus. Inwieweit ist diese Doppelstruktur in Berlin für Sie vielleicht auch mal ein Problem? Die Doppelstruktur des zwischen Bezirk und das sehe ich im Moment so nicht. Also wir fühlen uns hier in der Ecke im Wedding sehr wohl. Wir fühlen uns hier am Standort sehr wohl. Das ist unsere Heimat. Hier sind wir schon seit langem. Und auch dieses Gebäude ist unsere Heimat. Der Oberbürgermeister Herr Müller vertritt ganz klar die Stadt Berlin und auch nach außen hin die Stadt Berlin. Und jeder Außenauftritt ist für uns wiederum günstig, weil es zieht Leute nach Berlin, es zieht Talent nach Berlin, die vielleicht auch mal zu uns kommen. Das heißt, es sind auch keine Wünsche offen. Also Sie haben quasi den beiden Protagonisten nichts ins Stammbuch geschrieben, was Ihrer Meinung nach vielleicht noch besser laufen könnte. Also wenn Sie meinen, ich hätte Ihnen gesagt, dass der Berliner Flughafen noch nicht eröffnet ist und das wäre ein Problem für uns, das habe ich nicht gesagt. Das ist so oft in der Presse beschrieben und ich glaube auch nicht, dass es unser Problem ist. Gibt es Verbesserungsmöglichkeiten? Klar, die gibt es immer. Es ist die Unternehmensfinanzierung ist ein wesentliches Thema. Große Projekte müssen finanziert werden. Wie kann das Land dabei unterstützen? Darüber haben wir gesprochen. Wir haben über Möglichkeiten gesprochen, wie man Innovationsförderung besser machen kann. Da gibt es immer was zu tun. Richtig gut ist das nie. Von der Zukunftsindustrie ging es dann weiter zur Spitzenwissenschaft. BRCT auf dem Charité-Campus am Augustenburger Platz steht für Innovationen auf dem Gebiet der regenerativen Therapien. Hier arbeiten Mediziner und Forscher Hand in Hand, um zum Beispiel mithilfe von Stammzellen körpereigene Regenerationsprozesse zu steuern. Die Leuchttürme der Wissenschaft und Wirtschaft hatte Bezirksbürgermeister Hanke für die Tour bewusst gewählt. Wir wollen natürlich zeigen, was Mitte alles ist. Und Mitte ist Vielfalt, Mitte sind 360.000 Menschen, Mitte sind auch viele soziale Probleme, aber Mitte und gerade hier auch am Wedding sind Technologiestandorte. Da geht es um Forschung, da geht es um Anwendung und wir haben heute schöne Beispiele gesehen vom ehemaligen AEG-Werk, wo Maschinen lasergesteuert Oberflächen analysieren, bis jetzt hin hier zu diesem Medizin-Wissenschaftsstandort, wo es um Gelenke geht und wo es um neue Zellen geht. Das alles ist Mitte, das alles sind Arbeitsplätze und vieles sind hier Berliner Unternehmen, Berlinerinnen und Berliner, die eine Ausbildung gemacht haben, die studiert haben, die Unternehmer geworden sind. Also ein bisschen geht es natürlich auch darum, mal die Erfolgsgeschichten zu erzählen. Ist man da als Bezirk manchmal eigentlich auch ein bisschen überfordert, solche Unternehmen und auch solche Institute, die so weltweit vernetzt sind und agieren, zu unterstützen?
Nein, eigentlich nicht. Wir sehen unsere kommunale Aufgabe darin, natürlich Ausbildung, Forschung, Wissenschaft, Wirtschaft zu unterstützen. Man muss wissen, wo die Grenzen sind, aber vieles sind einfach Rahmenbedingungen, wo wir mithelfen können, sei es über Bebauungspläne oder sei es einfach auch über Wertschätzung und Netzwerke, die wir zur Verfügung stellen können. Deshalb fühle ich mich gar nicht überfordert, sondern wenn jede Ebene, die globale bis hin zur lokalen, funktioniert, dann ist das auch gut für die Menschen und auch für den Technologiestandort Berlin. Ja, Anke, nun haben Sie heute den Senat zu Gast gehabt in Ihrem Bezirk, speziell den regierenden Bürgermeister. Das ist natürlich auch mal ein schöner Moment, um vis-à-vis auch mal Forderungen auf den Tisch zu bringen. Was war denn für Sie da besonders wichtig heute? Also für mich war wichtig, einmal die Philosophie von Mitte zu vermitteln. Wir sind 360.000 Menschen, wir sind Vielfalt, wir haben Potenziale, wir haben aber auch soziale Herausforderungen. Und dann ging es natürlich nicht anders, dass man auch die ein oder andere Forderung als Kommunalpolitiker hat. Das ist die Beteiligung an der City Tax, also an der Bettensteuer, weil wir freuen uns über den Tourismus, aber wir wollen eben auch saubere Parkanlagen haben. Und was ich mir eben auch sehr wünsche, ist, dass wir noch mehr Unterstützung bekommen vom Senat, auch bei der frühkindlichen Bildung. Denn wir wollen, dass alle unsere Kinder im Bezirk Chancengleichheit haben beim Schuleintritt. Wir wollen, dass alle unsere Kinder einen Schulabschluss machen. Da passiert schon viel, aber wir werden gleich dem regierenden Bürgermeister auch unser Sprachförderzentrum vorstellen, mit den Erfolgen, die wir haben. Und wenn wir das noch besser und unterstützt bekommen, dann können wir auch mehr für unsere Kinder tun. Das heißt konkret mehr Geld? Ja, es geht, am Ende geht es auch um mehr Geld. Es geht aber vielleicht einfach zu wissen, was wir in Mitte machen und mit eingebunden zu sein in die Netzwerke und einfach auch um die Philosophie, die wir vermitteln wollen. Aber zurzeit werden wir sehr unterstützt von einer Stiftung, einer familiengeführten Stiftung, der Schöwe-Stiftung, die mehrere hunderttausend Euro zur Verfügung gestellt hat. Und es wäre natürlich schön, wenn auch das Land Berlin sich an der Förderung unserer Kinder in Kitas und Grundschule vielleicht auch mit ein bisschen Geld beteiligen würde. Weiter ging es dann mit dem Bus in die Turmstraße. Hier ist der Sitz des Sprachförderzentrums. Das Sprachförderzentrum ist eine Kooperationseinrichtung des Bezirks und der Senatsverwaltung für Bildung. Das Ziel ist eine optimale Sprachförderung durch die Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure. Was wir anbieten, sind Fort- und Weiterbildung für pädagogische Mitarbeiter aus Kitas, aus Horten, aus Grundschulen, dass die Mitarbeiter also Deutsch als Zweitsprache gut vermitteln können, weil es ja nicht früher immer zur Ausbildung gehörte, inzwischen zwar schon. Also wir machen Weiterbildung, wir machen Vernetzungsarbeit. Wir haben bei uns mit angesiedelt das Sprachberaterteam, was in jedem Bezirk ist, die in Kitas gehen, die Kinder testen, die nicht 18 Monate vor Schuleintritt nicht in der Schule, nicht in der Kita sind, ob es Sprachförderbedarf gibt. Und dort, wo es Sprachförderbedarf gibt, da probieren wir sie so gut wie möglich oder so schnell wie möglich in Kitas zu integrieren. Ja, das ist das, was das Sprachförderzentrum anbietet. Wir machen Vernetzungstreffen mit Kitas und Grundschulen und wir initiieren Projekte für bessere Sprachbildung in Schule, dass Schulen und Lehrer da Unterstützung kriegen. Sprachförderbedarf bei Kindern, Sie sprechen es an, ist kein neues Problem in Mitte. Können Sie da denn eine Entwicklung beobachten, dass also seitdem mehr Anstrengungen geleistet werden, um den Kindern diese Kompetenz zu vermitteln, dass sich da auch was verbessert hat? Oder kommen Sie da letztlich nicht hinterher? Also wir haben ein Projekt, das Projekt Mitsprache, was über die Stiftung Fair Chance seit 5 Jahren gefördert wurde, in einem Verbund von 5 Schulen an der Brunnenstraße oben im Gesundbrunnen mit 5 Kitas gemeinsam. Da konnten wir durch die Maximilian-Universität und auch durch unsere eigene Statistik und nachweisen, dass es in den Schulen eine Verbesserung gab. Wenn man sich die Statistik im Moment anguckt, muss man natürlich feststellen, dass auch durch die ganzen Flüchtlingskinder natürlich auch wieder dort gerade der Sprachförderbedarf extrem hoch wird. Aber wir können auf alle Fälle feststellen, dass es sich nicht verschlechtert, sondern dass man Methoden entwickeln kann, wie an Schule Sprachbildung so implementiert wird im Schulalltag, dass es allen hilft. Mitte, der Bezirk der Brüche und der Vielfalt. Das ist auch der Eindruck, den der regierende Bürgermeister am Ende mitnimmt.
Wir haben hier Hightech-Unternehmen besuchen können, aber eben auch ein Sprachförderzentrum, was aufmerksam macht auf nach wie vor Integrationsprobleme und Bildungsdefizite. Eine Kunstgalerie können wir besuchen. Das Thema Kunst und Tourismus spielt natürlich in Berlin Mitte auch eine große Rolle. Und auch die Charité, das heißt die Wissenschaftseinrichtung. Also alles, was uns in Berlin bewegt, findet man auch in diesem Bezirk. Dann wurden diese Orte ja bewusst gewählt. Stichwort frühkindliche Erziehung, da erhofft sich der Bezirk auch noch mehr Unterstützung vom Senat. Wie sind dann da die Chancen? Das Thema Bildung spielt ja insgesamt eine große Rolle in unserer Politik und offensichtlich haben wir hier eine Struktur gefunden mit diesem Sprachunterstützungszentrum, Förderzentrum, ja, was eben auch beispielhaft für andere Bezirke sein kann. Wir haben nicht in jedem Bezirk so große Probleme und auch soziale Probleme wie hier in diesem Bezirk, aber doch in einigen. Und ganz früh eben Kinder auch zu schulen und zu unterstützen, wo sie nicht selbstverständlich vom Elternhaus unterstützt werden, das ist wichtig und das kann mit so einem Zentrum gelingen. Herr Müller, jetzt ist das der 10. Bezirk, den Sie besucht haben. Das heißt, Sie haben schon eine ganze Menge hinter sich. Das heißt, Sie können auch ein bisschen Bilanz ziehen. Hat sich das Projekt gelohnt aus Ihrer Sicht? Ja, auf jeden Fall, weil man ja vor Ort Dinge doch anders erlebt, als wenn man sie sich nur anliest oder durch ein Gespräch im Roten Rathaus. Man erlebt hier eben wirklich, was vor Ort passiert. Man hat die Ansprechpartner, die einem auch unmittelbar erklären, was gut läuft, aber natürlich auch Forderungen haben und sagen, wo der Senat nacharbeiten muss. Und insofern, glaube ich, hat man wirklich über die ganzen Bezirksbesuche einen guten Einblick, wie die Situation in Berlin ist. Das Sprachförderzentrum in der Turmstraße war die letzte Station des regierenden Bürgermeisters. Dann ging es weiter wieder ins Rathaus, um sich dort den Bürgern und ihren Fragen zu stellen. Die nächste Bezirkstour wird übrigens in Tempelhof-Schöneberg sein. Das wird für den Regierenden quasi ein Heimspiel, denn das ist sein Bezirk. Da kommt er her. Am 28. Juni ist dort die Bezirkstour.